Erfahrene Klettersportler vertrauen auf festen Halt. Treten sie doch einmal daneben, gibt es immer noch das Sicherungsseil. Juristische Herausforderungen, wie zuletzt das Widerrufsrecht, sind leider eher von Fallstricken geprägt als von Rechtssicherheit. Wieder einmal mussten Makler um ihre Provision fürchten. Seit Mitte Juni sind die Regelungen zum Widerrufsrecht neu gefasst. Was zu tun ist, regelt das bürgerliche Gesetzbuch. Erster Fallstrick, die Widerrufsbelehrung. Rechtsanwalt Oliver Buss erklärt, worauf dabei geachtet werden muss. Die ist so deutlich zu machen, dass der Kunde die auf jeden Fall sieht. Es macht keinen Sinn, diese Erklärung zu verstecken. Sie soll gut sichtbar sein. Eine versteckte Erklärung, eine schlechte Erklärung wirkt, als hätte man gar keine, nämlich überhaupt nicht. Dann hat sie keine Wirkung mehr und dann läuft die Widerrufsfrist in Zukunft immerhin gedeckelt auf 1 Jahr und 14 Tage, aber zu lange. Und belehrt werden muss immer. Vorausgesetzt, der Vertragspartner ist Verbraucher und kein Gewerbekunde. Einzige Ausnahme, der Vertrag mit einem Verbraucher kommt in den Geschäftsräumen des Maklers zustande. Wenn der Makler die Widerrufsbelehrung versäumt, kann dies zu empfindlichen Verlusten führen, weiß auch Rechtsanwalt Oliver Buss. Das heißt, die Wirkung des Maklervertrages entfällt rückwirkend. Und wenn sie rückwirkend entfällt, dann ist auch der Rechtsgrund für den Provisionsanspruch weg. Und wenn das der Fall war und wenn der Kunde die Provision schon gezahlt hat und nachträglich der Rechtsgrund wegfällt, kann der Kunde die Provision zurückverlangen, auch wenn er sie schon gezahlt hat. Desgleichen natürlich die Zahlung verweigern, wenn er sie noch nicht geleistet hat. Und das kann auch nach einem Jahr passieren. Der richtige Umgang mit dem Widerrufsrecht. Ein Brocken für viele Makler, der sich mit etwas Know-how aber leichter erklimmen lässt als zunächst angenommen. Denn die Widerrufsfrist lässt sich verkürzen, wenn der Kunde dies ausdrücklich wünscht. Der Makler tut natürlich gut daran, wenn er es auf eine Art und Weise macht, die hinterher auch beweisbar ist. Das heißt, vorzugsweise lässt man sich das bestätigen, schriftlich oder per E-Mail. Der Text zur Einwilligung zur sofortigen Tätigkeit kann vorgefertigt sein. Zum Beispiel so: Ich bin einverstanden und verlange ausdrücklich, dass Sie vor Ende der Widerrufsfrist mit der Maklertätigkeit beginnen. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch Sie mein Widerrufsrecht verliere. Die ersten Erfahrungen damit sind unterschiedlich. Ich muss es ihm hinschicken, er schickt es zurück. Und vor allem, was ganz wichtig ist, ich muss es dann auch noch lange aufbewahren. Denn spätestens nach 1 Jahr oder 2 Jahren könnte er kommen und sagen, ich habe das nie gesehen. Grundsätzlich ist es so, wer ehrlich arbeitet, kann eigentlich nichts verlieren. Und ich sehe das so, Verbraucherrecht ist Verbraucherrecht, jetzt wird es erweitert, es ist eine zusätzliche Arbeit. Aber ich werde es rüberbringen und der Kunde muss sagen, ob er es haben möchte oder nicht. Wenn er zum nächsten Kollegen geht, erwartet ihn die gleiche Karambolage. Wir müssen es machen und gut ist. Auch Immobilien-Scout24 hat Lösungen zur rechtssicheren Durchsetzung des Widerrufsrechts geschaffen. So wird nach jeder E-Mail-Kontaktanfrage zu einem provisionspflichtigen Objekt die Widerrufsbelehrung automatisch mit einer Bestätigungsmail verschickt. Auch der Makler erhält eine Kopie der Mail, damit er nachweisen kann, dass die Widerrufsbelehrung vollzogen wurde. Auch das Online-Exposé enthält nun in der Kontaktbox einen Hinweis auf das Widerrufsrecht. Zukünftig können Makler die automatisierte Zusendung ausschalten oder eine eigene Widerrufsbelehrung mitsenden. Ich bin auch ganz sicher, dass die Kunden in absehbarer Zeit diesen ganzen Vorgang überhaupt nicht weiter ungewöhnlich finden werden, weil man es sowieso gewohnt ist, dass man bei Online-Geschäften oder bei Haustürgeschäften oder künftig bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen mit derartigen Belehrungen zu tun hat und womöglich auch hier und da mal ein Formular unterschreiben muss, um dann dafür zu sorgen, dass der Handwerker oder der Dienstleister oder wer auch immer, mit wem man da kontrahiert, mit seiner Tätigkeit beginnt.